Hey Leute, ich bin Tata und jetzt gibt es ein weiteres KI-Kampfvideo. Heute mit Schlange und Schwein. Schwein hatte ich ja gerade vorgestellt, deswegen schauen wir uns die jetzt mal im KI-Kampf an. Ich musste die Map etwas verändern. Diesmal gibt es Ressourcen. Als ich die Testspiele gemacht habe, ging das dann so weit, dass keiner den anderen umbringen konnte. Meine Bogen waren einfach zu gut. Beide sind dann pleite gegangen. Die Schlange kam nicht durch die Armbrustschützen beim Schwein durch. Das Schwein kam nicht mehr zum Angreifen. Genau. Und deswegen gibt es diesmal Ressourcen. Das hilft beiden, aber vor allem den Schweinen, denn die Kirschnereien arbeiten jetzt auch wirklich, denn es gibt Kühe zum Schlachten. Wenn man keine Käsefarm bauen kann, dann baut das Schwein 5 Gebäude, die 100 Gold kosten und 20 Holz jeweils, die einfach nichts machen die ganze Zeit. Das ist natürlich blöd. Ja, schauen wir mal, wie es diesmal ausgeht. Das eine Testspiel, was ich dann jetzt auf der MLP gemacht habe, ging dann doch relativ schnell zu Ende. Schauen wir mal, wie es diesmal wird. Wie sieht es denn aus? Also, die Burg sieht schon mal relativ gut aus. Ist noch nicht ganz fertig, ihr seht, er baut noch mehr. Aber Außenproduktion ist gebaut. Aus irgendeinem Grund sind hier auch Gebäude der Schlange. Ist es andersrum auch so? Nein. Also die Schlange hat die Außenproduktion und ein Schwein. Mal gucken, wie lange das geht. Die Armbrustschützen des Schweins schießen vom Bergfried aus auf das Torhaus der Schlange. Ja, auf den ersten Blick würde ich sagen, das reicht, um das Tor hier zu halten. Das ist ein kleiner Angriff des Schweins. Kann man das schon machen. Aber es geht schon mal los. Das Schwein braucht wirklich eine ganze Zeit, bis es mal anfängt, Türme zu besetzen. Hier ist ein Gebäude besetzt von den, ja, 8, die besetzt sein sollte. Es sind zwar viele Armbrustschützen auf dem Bergfried, aber es wäre natürlich auch cool, wenn man mal Armbrustschützen auf die anderen Türme packt. Das kann ich allerdings mit Motten nicht beeinflussen, das ist dann wirklich Spiel-KI. Vielleicht sind wir auch abgelenkt, weil eben so viele Bogenschützen auf dem Tor ausgekommen sind. Aber hey, es hat es geschafft, diesen Turm zu besetzen. Okay. Sklavenlegen wieder los. Das ist auch sowas, was mich gestört hat an diesem Version ohne Ressourcen. Die ganzen Störenheiten, die Sklaven und Ritter, die konnten da halt nichts machen. Das ist blöd. Auch ein bisschen lange, weil ich die ganze Zeit dann hier 50 Sklaven in der Schlangeburg stehen, ja, und nichts machen. Wenn die trotzdem gebaut werden. Na hier, geht los. Die Türme sind besetzt. Nicht viel, aber sind besetzt. Und diese eine Armbrustschütze hat auch schon ein paar Käse gesammelt. Haus sieht auch gesäubert aus, das ist schön. Kann sich diese Armbrustschütze hier etablieren? Ich glaube, er kann bis zu dem Turm schießen, das ist andersrum auch, genau. Dass dieser Turm noch das Tor schießen kann, das sieht nicht gut aus. Unser Pult der Schlange wird einen Meter an die Burg angefahren. Hat nicht sonderlich lange gemacht. Es sind immer noch 3 obstfarbene Schlange auf der Seite des Schweins. Ich bin mal gespannt, wie lange die da bleiben. Ob das Schwein was dagegen macht oder nicht. Leider ist wohl hinten gerade jemand so nah genug an die Burg rangekommen, dass auch das hintere Tor aus zu ist. Was jetzt dafür sorgt, dass die ganzen Produktionsgebiete, Gebäude hier außen und halt auch die Waffenproduktion, die jetzt erstmal nichts macht. Natürlich blöd, dass das Schwein gerade die eine gehandicapte Burg baut. Und schauen wir mal, ob sie doch damit schafft. Noch wird hier nichts gegen die Außenproduktion der Schlange gemacht. Aber es sammeln sich immer mehr Armbrustschützen auf dem Bergfried. Ich vermute, bald kommt ein Angriff. Ist nicht so klein, wirklich. Das war gut. Ja, hinten werden immer mehr Gebäude besetzt. Das ist natürlich gut für Sklavenausfälle, die schnell abgewehrt werden können.
Schauen wir uns mal das Geld an. Beide mit 40.000 gestartet. Schlange hat 7.000 ausgegeben, Schwein 17.000. Okay, ist natürlich teurer. Nein, das kommt noch ein Schuss davor. Schafft es, den Turm zu säubern. Das ist natürlich viel wert. Meine Schlange besetzt die Türme relativ schnell wieder voll, aber das weg ist es weg. Das ist möglich. Eventuell wäre es jetzt möglich, dieses Tor auch mal zu besetzen, solange der Turm noch frei ist. Wie sieht es unten aus? Das Schwein stürzt gar nicht, dass hier außen vor so eine Schlange ist. Na, vielleicht, wenn ja dann irgendwann mal ein paar Patrouillen rausgeschickt werden, um das hier zu beschützen. Die sind ja meistens auf Angriff gestellt. Das war ein Streitgartenkämpfer mal ein bisschen auffallen. Die Hälfte der Obstgärten sind bei. Das sind wirklich viele Armbrüste. Oh, warum gehen die wieder von dem Tor aus runter? Das wäre doch perfekt gewesen, wenn die hier gewinnen wären. Und zum Teufel gehen die von dem Tor aus runter. Egal, schauen wir mal, was das Schwein hier richten kann. Ja, geh da rein, guter Plan. Schwer überlegen. Das Schwein setzt die Schlange schon gut um. Das vordere Tor ist mit andauernd geschlossen. Gut gemacht. Der Turm ist schon leer. Ah, das ist das Schwein, das vordere Tor aus nicht etablieren kann. Beziehungsweise die. Weiter vor beschützt seine Außenproduktion hier mit relativ vielen Armbrustschützen. Natürlich dazu führt das auch noch hier hinten ein bisschen reingeschossen mit den Armbrustbolzen. Das Torhaus ist mal wieder weg, ist in mehreren Katapulten reingeschossen. Aber wie raus macht die Schlange den nächsten Angriff. Patrouille und ein paar Lanzenträger, die ausklappen. Oh mein Gott. Guck mal, wie sich das jetzt geht. Also das Schwein, weniger Geld, aber die Differenz verringert sich. Und auch die Truppenstärke ist annähernd gleich, was ziemlich krass ist, weil die Schweine ja deutlich teurere Truppen bauen. Das war auf den Maps ohne Ressourcen auch immer anders, da die Schlange immer vor uns zu drücken ungefähr. Und ihr müsst sehen, das ist die gehandicapte Burg des Schweins, bei denen die Waffenproduktion größtenteils in diesem Vorbereich liegt. Also im Bereich liegt. Ich habe jetzt eine andere Burg vorgestellt, wo die Türme noch vielleicht ein bisschen weiter vorne sind, die dann noch weiter reinreichen, wenn die Waffenproduktion die ganze Zeit läuft. Schon krass. Das Schwein ist schon gut verbessert worden. Ah, die Waffen kann man nehmen. Wenn hier mal ein Stein losspielt, ist die auch ganz schnell weg. Wenn da gerade ein paar Waffen drin sind, ist das auch teuer. Wenn ich mal die nächsten erzählt, die Baumeister. 5 Stück und ein Katapult steht schon.
3 Katapulte, 3, 4, 5 Katapulte. 5 Katapulte und ein Sturmbock. Damit kann man ganz schön was kaputt machen. Oh, auf das Schwein. Ich muss sagen, das geht tot. Hoffentlich schießt jetzt nicht den Sturmbock kaputt. Gleich offen. Aber auch nicht. Der Turm ist kaputt, wo ist die Sturmbock? Jetzt geht der Sturmbock jetzt. Auf das Torhaus von innen, ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das Torhaus von innen angreifen. Sehr viele Armbrustschützen. Ja, viele Bogenschützen, die in uns rein stehen, schießen können. Das ist natürlich sehr effektiv. Denn jeder Armbrustfall one-hittet ja einen Bogenschützen. Angriff ging jetzt nicht durch, aber ich glaube, der hat sich einiges gekostet. Und er hat gezeigt, so was das Schwein fähig ist. 5 Katapulte und Sturmbock. Das ist schon viel. Eure Verbündeten. Ja, der Abstand wird immer weniger. Es sind nur noch 3000 Unterschied. Aber das Schwein hat das paar weniger als Schwein. Das Schwein sollte hier mal aufräumen. Wenn das hier weg wäre. Aber gut. Die Sau denkt sich, ey, machen wir es halt mit Armbrustschützen. Kann es langsam. Irgendwann schießen die Burgschützen schon alle weg. Da schießen immer viele Katapulte rein. Die ganze Zeit 2 Katapulte schießen auf die Schlange. Das macht die auch nicht am Ende lang. Das wird Abschied in der Größe. Das wird der 5000, weil für was das Schwein so viel Geld hat. Ist hier der nächste Angriff hochgekommen oder was war's? Das verliert doch hier eigentlich jetzt nicht wirklich. Gebäude, wenn ich mir das angucke. Das Gebäude könnte jetzt noch gut für den Käsen zu mit Gold, aber sonst. Die Außenproduktion sieht solide aus. So viel Nahrung kaufen oder kauft das so viel Waffen dazu? Aber es macht doch wirklich Druck. Die Armbrustschütze kommt immer näher an die Burg der Schlange. Der nächste Turm ist schon gesäubert. Das ist bloß noch das Tor aus hinten und der Berg steht. Hier steht ja einfach nicht mehr für die Schlange. Wenn noch mehr Bogenschützen geopfert, sind vor. Die Armbrustschütze auf den Turm gestellt. Die machen es einfach nicht lange. Selbst die 3 Armbrustschützen hier reicht schon gegen die 10 bis 15 Bogenschützen, die da waren. Ich glaube, es bleibt bei 5000 Gold Unterschied. Da schießen die Armbrustschützen mal nicht rein. Hier geht ganz schön was down bei der Schlange. Nicht bloß normale Bogenschützen, auch arabische Bogenschützen. Turm ist sogar eine Ruine, sehr gut. Ist ja auch drauf zu schießen, dann bleibt er so. Ja, warum auch? Egal, machen wir nochmal kaputt, kostet die Schlange nochmal Steine. Die Schlange hier unten versucht der Holzfäller mit sehr vielen Bogenschützen zu verteidigen. Das ist ganz schön schwer gegen die Armbrustschützen auf dem Turm. Langsam aber sicher bröckelt die Verteidigung der Schlange dann doch. Eure Verbündeten. Das Schwein will nur aufrechterhalten, wenn es die Lage ist. Zugeben, die Lage ist. Nun ja. Wieder mit 5 Katapulten und einem Sturmbock. Wird hier aufgemacht. Die Kämpfer können jetzt rein. Scheiden sich aber dann doch irgendwas anderes zu tun. Steinbrüche kaputt zu machen.
Torhaus und der Turm hier ist kaputt, was macht der Turm jetzt? Das nächste Torhaus kaputt. Nein. Ja, hier. Damit meine ich nicht Katapultbolzen. Katapultbolzen, Katapultsteine meine ich natürlich. Ah, kurz bevor das Tor hier kaputt war, wurde der Angriff abgebrochen und das Turmwerk abgebaut. Schade. Aber ich glaube auch der Grundball ist kaputt gegangen. Ist keine Nahrung mehr. Der Söldnerposten geht kaputt, die Waffenkammer wird geschossen. Es sind immer noch die beiden Gebäude, die hier stehen, zur Verteidigung kaputt. Das sieht echt nicht gut aus für die Schlange. Ja, die kauft alles neu, die baut die Waffenkammer wieder rauf, die kauft Nahrung und Grundspeicher, die baut den Söldnerposten wieder hin. Und die Gebäude. Aber das kostet. Die Schlange hat jetzt nur noch 26 Gruppen. Ein Viertel von dem, was das Schwein da ist. Ich muss natürlich jetzt sagen, das ist nicht besonders überraschend, dass das so ausgeht. Das Schwein soll ja auch stärker sein als die Schlange. Dass es in den ersten Spielen nicht so ausgegangen ist, weil einfach Schlangen ist. Ich muss zugeben, das Schwein die war A durch die Burg, die hier baut, wo die ganze Außenproduktion von ist. B durch die ganzen Kirchner, die nichts machen. Und C, die müssen halt, das Schwein muss halt Lederrüstung und Eisen für die Waffen kaufen und halt Holz. Während die Schlange einfach nur Holz drauf ist. Und ja, das ist so ein Unterschied. Obwohl die KI an sich stärker ist, verliert sie dann den wirtschaftlichen Kampf, einfach weil die Dinge, die sie braucht, viel teurer sind. Das ist bestimmt so. Sehen, wie der zusammengebaut wird. Was jetzt hier noch hinschafft. Ein, zweimal drauf machen. Hab ich noch einmal drauf gehauen. Zweimal mehr hätte wahrscheinlich gelangt. Das Katapult. Auch nicht die cleverste Besatzung, ne? Aber das Schwein macht doch so viele Armbrustschützen hier. Dauerfeuer auf die Burg des Schweins. Die Burg der Schlange geben. Und ja, jetzt ist das Schwein auch vom Gold hier drüber. Ich muss sagen, das ist ein guter Indikator dafür, dass es funktioniert. Dass das Schwein bald gewinnen wird und dass es hier einen Sieger gibt. Ich muss mal gucken, wie ich das in Zukunft mache mit den KI-Kämpfen. Ob ich einfach allen KIs diese Map hier kämpfen lasse. Oder ob ich den KIs die Ressourcen verweigere. Ich meine, ohne Ressourcen sind die natürlich aggressiver, weil die keine Außenproduktion angreifen. Allerdings ist das wieder blöd für die ganzen Störenheiten, die es braucht. Die Produktion können die deutlich länger durchhalten. Es gibt keine Unentschieden in dem Sinne. Aber es kann natürlich auch sein, dass dann beide kein Geld verlieren und dass es in Endlinge geht. Das ist die Schlange. Ich stelle mal an, wie low die ist. Irgendwann ist aber doch mal jemand durchgekommen. Ich wohl übersehen. Ich könnte ja schon fast an Armbrustbolzen sterben. Schlange ist auf unter 7000 Gold. Ja, das Schwein sich so um die 10.000 hält. Aber es hat immer noch nicht die Obstfarm, eine Schlange hier kaputt gemacht. In einem Testspiel hat die Schlange hier Obstfarm gebaut und das Schwein hier Käsefarm, Käsereien. Und keiner hat es vom anderen kaputt gemacht, das heißt komisch. Ich glaube, er geht jetzt los. Das ist wieder so ein starker Angriff, aber ich sehe einfach nicht, wie die Schlange das nachher aufhalten will. Wir sind einfach nicht genügend Schützen auf den Wellen. Burg ist die ganze Zeit offen. Und hier einige Belagerungsgräbe gebaut. Sieht aus wie drei Katapulte und Sturmbock zusätzlich zu den zwei, die schon da stehen. Und noch einzeln.
6 Katapulte bestimmt. Ganz schön übertrieben. Aber der Angriff sollte es dann auch gewesen sein. Ich würde mich echt wundern, wie die Schlange das nochmal überlebt. Eine Nachricht der Schlange. Ich muss zugeben, die Lage ist. Das scheint echt nicht viele Streitkörper, aber das ist ein Mini-Baby-Angriff. Reicht es trotzdem? Ah, hier ist noch ein paar. Nee, nein, nee. Das war wahrscheinlich noch Stör. Streitkörper, das ist wirklich. Das sollte reichen. Hält nichts, wenn Streitkörper genutzt. Ja, der Schlange. Und das stört mich lang. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Sehr schön, dass es geklappt hat. 20 Minuten hat es gedauert, das ist in Ordnung. Und da habt ihr das Schwein mal in Aktion gesehen, gegen die etwas schwächere KI-Schlange, aber hatte doch relativ lange gegengehalten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video oder schreibt einen Kommentar darunter, welche Videos wollt ihr in Zukunft sehen, welche KI-Kämpfe, vielleicht mit welcher Map, soll ich irgendwas ändern, Ressourcen, also mit Ressourcen, ohne Ressourcen, vielleicht mal ein 3 gegen 3 oder ein 1 gegen 1 gegen 1. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.